Die Reifen der Zukunft, sind die vielleicht auch grün? Immerhin, man hört, dass mehr Löwenzahn in Reifen verbaut werden oder dass es überhaupt Reifen gibt, wo der Löwenanteil steigt. Und hat das dann auch auf die Farbe eine Auswirkung? Grüne Reifen könnte es theoretisch auch heute schon geben. Auch jede andere Farbe wäre technisch ohne Probleme darstellbar. Allerdings ist das nichts, was sich rentiert. Und deswegen sind die Reifen auch immer noch schwarz. Bei uns ist es so, wir sind auf der Suche nach neuen Lösungen bei der Materialentwicklung und arbeiten da in einem sehr vielversprechenden Projekt, unter anderem mit der Fraunhofer Gesellschaft zusammen, haben mittlerweile auch genug Material aus Löwenzahnwurzeln extrahiert und in die Produktion von Laufstreifen eingewebt sozusagen und haben Tests gemacht und können sagen, technisch funktioniert das genauso gut mit Naturkautschuk aus Löwenzahnwurzeln wie mit Naturkautschuk vom Gummibaum oder Fachbegriff Hevea brasiliensis. Der allerdings hat den Nachteil, der kann nur in tropischen Gebieten angebaut werden, während Löwenzahn eine eher anspruchslose Pflanze ist, die auch in europäischen Graden angebaut werden kann, was einfach einen sehr großen Anbau, sehr großes Anbaupotenzial mit sich bringt. Es macht aber den Reifen nicht grüner, wenn es um die Umweltverträglichkeit geht, denn Naturkautschuk ist Naturkautschuk. Der Hauptvorteil, den wir darin sehen, hat zwei Beine. Das eine ist, wenn Sie sich die Preisentwicklung der Naturkautschukbörsen der vergangenen 10 Jahre anschauen, dann gibt es da sehr starke Schwankungen. Je mehr wir mit Löwenzahnanbau in Europa sozusagen vorankommen, umso mehr Potenzial haben wir, um uns davon etwas unabhängiger zu machen. Und andererseits ist natürlich die generelle Frage, wie schnell kann ich denn so ein neues Material in meine Serienprozesse integrieren? Und da sind wir heute der Ansicht, dass wir in 5 bis 10 Jahren soweit sein werden, dass wir Reifen mit Löwenzahnkautschuk in Serie haben werden. Wir reden aber nicht davon, dass wir den Naturkautschuk vom Gummibaum ersetzen, sondern wir werden das teilweise ersetzen und damit eben versuchen, auch die Logistikkette von der Produktion bis zum Werk, also Produktion vom Anbau des Materials bis zum Werk, deutlich zu verringern. Und dadurch entsteht eigentlich das Grün, indem ich weniger CO2-Ausstoß habe, weil ich nicht mehr von Malaysia Material nach Europa oder noch in andere Gefilde transportieren muss. Das ist der eigentliche Nutzen. Darum wird es an der Stelle grüner, aber nicht, weil Naturkautschuk durch Naturkautschuk ersetzt wird.